Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier Jenna ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Kennst du? Ist auch Daily. Wenn du nicht kennst, musst du hingehen und hier mal gucken. Ne? Richtig. Ich bin Sashi und wir reden heute über den 26. Oktober. Heute am 26. Oktober hat Geburtstag. Sag. Hillary Clinton. Ja. Also nicht die Monika Lewinsky, sondern Hillary Clinton. Verstehst okay. du? Verstehst ja, du? Ich verstehe das. Verstehst du? Das war die, die auf dem Trauschein stand. Und die war auf den, genau. Und nicht die mit der Zigarre. Nicht die mit der Zigarre, genau. Ja. Hillary Clinton ist 1947 geboren, am 26. Oktober. Kennen wir alle. So, nächsten ja. 26. Oktober, was ist noch da? Alles, komm. Sag. Oh, Batman, Kinostart. Der erste Teil mit also der... Der... Erste richtige sozusagen. Ja, also wir reden jetzt nicht von der Serie mit Boom Bang, sondern nicht mit Adam West. Ach so, hieß der? Adam West war ja, glaube ich, derjenige, der irgendwie vorher gespielt hat. Und dann der Michael Keaton hat dann, glaube ich... 89. Ja, mit dem Joker, genau. Jack Nicholson. Joker, Jack Nicholson, ja. Ja, genau, das war das. Michael Keaton, für mich einer der besten Batman. Auf jeden Fall, ja. Weil das ist, glaube ich, auch der einzige, den ich kenne. Hast du später nicht geguckt? Nö. Ja. Ganz schlecht waren George Clooney... Der hat. Und Val Kilmer. Katastrophe. Das hat ja sogar mal Arnold Schwarzenegger hat Mr. Freeze gespielt. Katastrophe. Und der ich glaube, der zweite Teil mit dem Michael Keaton war mit Danny DeVito als Mr. Pinguin. Ja, Pinguin, den habe ich auch noch gesehen, ja. Aber auch beschissen, ehrlich. So ein Rotz. Aber der erste Teil fand ich noch, wirklich, war wirklich cool. Mit. Hier Jack Nicholson als Joker, später natürlich auch mit Christian Bale und dem Heather Locklear, hätte ich jetzt fast gesagt, das war eine Frau. Heath Ledger, so heißt er. Ja. Ja, genau, als Joker, das war auch cool, fand ich. Das habe ich nicht gesehen. Ja, war auch ganz gut gemacht. War eine ganz andere Art und Weise, wie man es gemacht hat. Aber der erste Batman mit Michael Keaton und mit Jack Nicholson, heute herausgekommen, 89. Genau. Kinostart, ja. 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 Aber am 26. Oktober... 1905 ist aber verdammt lange, wurde die Zwangsunion zwischen Norwegen und Schweden aufgelöst. Das heißt also, Norwegen und Schweden waren da zusammen und Norwegen war danach dann ein eigenständiges Königreich. Das war 1905. Hey. Ja. Am 26. Oktober haben wir bestimmt noch einen anderen Fakt. Ja, wir haben noch einen krassen Nummer 1-Hit in den Charts gehabt. Und zwar, das war 6 Wochen lang, 1987. Sag. Bee Gees? Ja, das war hier die Gip-Brother. 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 Gip-Brother? Die Gip-Brother. Keine Ahnung. Nicht, auf nee, mit You Win Again. Nicht Big Brother, sondern die Gip-Brother. Verstehst du? Was mit Win Again? You Win Again. You win again. Ich kenne die Melodie jetzt gerade nicht. Ich auch nicht. Nee? Aber you win again war 6 Wochen. Bewege mich so gerne zu den Tönen, die du ausspuckst. Das geht irgendwie so. You win again. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ungefähr so. Ja, ungefähr so. Ist ja wurscht. Ja. Googelt es einfach. Ja, genau. Ja. Also, wir haben gelernt, Bee Gees Nummer 1 heute. Ja. Was war noch? Achso, ja, Volksabstimmung in Norwegen und Schweden. Batman. Und Hillary Clinton. Happy Birthday. Geburtstag. Ja. Ich sag bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.